So Leute, wir kommen jetzt gerade hier an bei Kollega in der Konzerthalle. Er hat heute ein Konzert hier und wir sind ihn unterstützen gekommen. Block Nummer 1. Hallo. Hi. Grüß dich. Wie geht's? Jam ist hier wieder. Wie geht's? Ich möchte hier einen Schluck von Jams. Wir drehen hier meinen ersten Videoblog fürs Album. Echt? Möchtest du was sagen zu meinem Album? Hier ist Kamillentee drin. Seit wann trinkst du Wodka warm? Mikrofone sind vorbereitet. Das ist auch, ne? Oh, falsches Mikro. Schlagstücke. Also die gehören hier zum Inventar. Schlagstock mit Mikro. Das ist eigentlich wie andere benutzen In-Ears. Die Bossenbanger mit Schlagstock und Mikro. Ah, okay. Nicht so viel davon nehmen. Da kann man natürlich auch. Der wahre Grund, warum ich heute hier bin. Schön, die Jungs waren ja in Berlin und dadurch waren die ja sehr nah an Polen und von da kann man natürlich die ein oder anderen Fitness-Supplemente kriegen. Also Leute, nicht nur die Klamotten und der Schmuck hat sich geändert, sondern auch was auf den Tisch kommt oder beziehungsweise auf den Teller, was wir bis zu unserem 25. Lebensjahr, das beste Fleisch, was wir gegessen haben, war Dönerfleisch. Wobei muss ich sagen, bis zu unserem 22., 23. Lebensjahr dachten wir, es gibt Döner nur in Tasche. Aber es gibt auch Döner auf Teller. Das habe ich gemerkt. Und was wir auch nicht wussten, ist diese Schafskäse, ne? Diese Schafskäse. Diese 30, 40 Cent mehr, genau. Tun eigentlich mehr weh. Genau. Und vor allem, was ich auch bis vor kurzem nicht gewusst habe, ist, man kann einen Döner auch alleine essen. Das ist natürlich auch eine Erkenntnis, die haben wir sehr spät erfahren. Bin ich mit meinen Kollegen in ein Café reingegangen und habe gesagt, ich hätte dir gerne eine Cola und 4 Strohhalme und die Zitrone bitte einpacken für zu Hause. Heutzutage bin ich da natürlich ganz anders drauf. Da sage ich, ey, habt ihr nicht mal irgendein geiles Nudelgericht mit Ketchup, Mayo? So muss jetzt auch nichts Krasses sein, aber so, dass wir ein bisschen upsteppen, Schritt für Schritt. Und beispielsweise Döner muss man jetzt nicht mehr ohne Salat bestellen, damit der mehr Fleisch rein tut. Man kann auch doppelte Portion sagen. Doppelte Fleisch. Genau. Ja. Früher war das ja öfter so, dass wir gesagt haben, okay, wir hätten gern einmal, wenn wir Döner-Teller bestellt haben, einmal Döner-Teller und 2 Fladenbrote bitte.
Oder man hat nicht Suppe bestellt, man hat Fladenbrot mit Suppe bestellt. Und das Gute ist, man kann jetzt auch den Puff auch mit Extras auch noch draufzahlen, die Fuffi. Das ist auch ganz wichtig. Also mit Aufnahme reden wir nicht von Recording Sessions. Genau. Mit Aufnahme, ohne alles Natur. Natürlich. Wusstet ihr, dass bei Tabu, wie war das nochmal? Tabu, genau, bei Tabulos ist das A steht für alles und das O am Ende steht für ohne. Alles ohne. Ja, Cem bringt uns hier auf jeden Fall wieder ein paar Weisheiten bei. Girlfriend Sex. Girlfriend Sex mit Küssen, mit Kuscheln danach. Ja, und hier ist, hier sehen wir die Tracklist. Gleich bin ich auf der Bühne mit meinem guten Freund Kollege, der übrigens auch auf dem Album Blut vertreten ist. Und ein ganz, ganz spezieller Song ist das. Ja. Wir machen ein Ratespiel. Der Eintritt beträgt 20 Euro. Und vier Fragen. Komm, Bruder, das ist echt ein korrektes Ratespiel. Weißt du mir die 20 Euro? Bruder, das ist ein korrektes Ratespiel. Komm, machen wir 50 Euro. So, er ist der Schiri. Sehr schön. So, ich erkläre dir die Regel. Vier Fragen. Das ist vier. Wer die meisten Punkte holt. Aber wer stellt die Fragen? Er stellt die Fragen. Okay. Wer die meisten Punkte holt, hat das Geld gewonnen. Also, das heißt zum Beispiel, vier Fragen. Wenn du jetzt einen Punkt holst und ich hole gar keinen, hast du gewonnen. Und ansonsten ganz. Also, und ich soll mich darauf verlassen, dass du ihm nicht die Fragen vorgegeben hast. Du wirst die Antwort genauso kennen. Es geht nur darauf, wenn ich schneller kenne. Es gibt nur eine Antwort. Okay. Okay. Also das heißt, er fragt dich nach, er wird jetzt eine Frage stellen. Die Antwort, es könnten 100 Antworten sein, aber nur eine ist richtig. Okay. Okay? Schieß los. Prachtmeilen in NRW. Was? Prachtmeilen in NRW. Prachtmeilen in NRW. Krefeld. Warte. Okay, Prachtmeile Nummer 1. Duisburg. Vulkanstraße. Ey, Schwarze. Vulkanstraße, Schwarze wieder. Okay. 1 von 2. Prachtmeile Nummer 2. Feldberg. Hundepinkstraße. Prachtmeile Nummer 3. Krefeld. Mellissenstraße. Zwei, die gebe ich dir nicht, Bruder. Frag mal Nummer 4. Erkrankung. Oh. 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 August-Lieferstraße oder so heißt das. Mercedes Maximilian, das ist sein Name. 5, 4, 3, 2, 1. Herrlich, Herzschmerz. Ah, was hab ich gesagt? Das ist ein Name. Aber egal, noch eine. Der war näher dran, noch eine. Noch eine. Prachtmeile Nummer 5. Bochum. Eierberg. Jawoll! Hallo, 2-2. Nein, 2-1. 2-2, die anderen zählen nicht, Bruder. Das war ein Name. Ich war näher dran, Bruder. Mein Name, komm, letzte Frage. Prachtmeile Nummer 6. Köln. Hornstraße. Voller Sieg, Bruder. Also, so also ihr seht, so auch im fortgeschrittenen Alter sind wir uns nicht zu schade für diese Scherze. Also man muss immer Rate spielen, damit man sich schon immer weiterbildet. Und ihr habt ja gesehen, Jam war ja sowieso Taxifahrer und der bevorzugt sowieso bestimmte Routen. Naja. Sehr gut, Bruder. Sehr gut.
Schön, dich heute hier zu sehen. Sehr schön, das ist immer eine Freude. Ich habe einen Freund von der Bellomusikgruppe mit. Okay. Habt ihr Bock auf Summerchef? Summerchef, bravo! So, Amigo, das war's von mir. Ihr habt mal einen kleinen Einblick in meinen Tagesablauf bekommen. 2 Stunden. Jetzt hau ich gleich nochmal alle weg. Jetzt gleich wirklich ich noch die ein oder andere nette Dame. Werde sie sexuell penetrieren. Peace!